Wir schauen uns mal an, welche Regionen in Deutschland im Dauerfrost verharren. Es sind gar nicht so viele. Und es ist eben vor allem hier der äußerste Osten und Nordosten Deutschlands. Da kommt nämlich die Luft aus Polen und ist eben recht eisig. Vom Wetter her sieht es da gar nicht so schlecht aus in diesen Regionen, teilweise Sonnenschein. Auch ansonsten ist es nicht wirklich mild, aber eben doch leicht im Plus bei den Temperaturen. 1 bis örtlich 5 Grad sind die Höchstwerte. Am mildesten wird es hier Richtung Rheinland bzw. Niederrhein. Schauen wir auch gleich mal auf die Sonnenstunden. Hier gibt es auch ziemlich viel Sonne, bis zu 7 Stunden sind das, bevor dann Wolken reinziehen, da kommen wir gleich dazu. Aber auch hier im Osten Sachsens, im Zittauer Gebirge oder im Elbsandsteingebirge bis zu 3 Sonnenstunden. Aber auch ansonsten in vielen Regionen zumindest ein bisschen Sonnenschein. An manchen Stellen bleibt es allerdings auch grau in grau. Ja, der Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm zeigt es zunächst mal nur Nebel, Hochnebel, der sich teilweise nicht so gut auflöst. Dann so zum Spätnachmittagabend nähert sich hier ein kompaktes Wolkenband von der Nordsee her und auch etwas Regen. Das ist eine Okklusion, eine sogenannte Mischfront. Mischfront deshalb, weil da die Kaltfront die vorlaufende Warmfront sozusagen einholt. Und das ergibt dann eben diese Okklusion. Am Vormittag starten wir eben verbreitet frostig, deswegen auch Glätte, entweder durch Schnee oder gefrierende Nässe, örtlich auch gefrierenden Sprühregen auf den Straßen. Im Osten ist es bereits sonnig, aber auch hier im äußersten Westen. Ansonsten haben wir es doch oft mit grauem Himmel zu tun. Das lockert sich am Nachmittag insgesamt ein bisschen auf. Es kommt da nur noch wenig Niederschlag runter. Hier gerade im Osten, etwa von der Oder bis nach Niederbayern, Bayerischer Wald, ist es komplett sonnig. Gleichzeitig zieht hier an der Nordsee dieser leichte Regen der Okklusion auf. Und auch sonst lockern die Wolken auf. Wir haben teilweise einen schwachen Wind aus verschiedenen Richtungen. Im Süden aus Nordosten an der Nordsee frischt er ein bisschen auf.